Hallo, ich bin Amy. Ich bin ein YouTuber aus der alten Szene. Und ich vermisse das hier so unglaublich, aber ich habe so viel Angst. Ich habe so viel Angst vor der Veränderung meiner eigenen, die ich in den letzten Jahren durchgemacht habe. Nicht gesagt zu haben, was bei mir los ist und das alles nachholen zu müssen, das alles nachholen zu wollen, weil ich gerne offen und ehrlich bin. Ich habe die letzten Jahre eine Depression durchlebt, die ich vielleicht nicht offen kommuniziert habe oder auch vielleicht nicht wirklich selber bemerkt habe. Ich bin Mutter von zwei Kindern, die mir am allerwichtigsten sind. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist als meine Kinder. Und die wollte ich nicht gefährden. Und mit dieser Angst konnte man bei mir recht einfach spielen. Also was heißt einfach spielen? Das ist natürlich klar, man sollte seine Kinder nicht im Internet zeigen, da dort draußen eine Menge böser Menschen unterwegs sind. Und wie hart das Internet sein kann, wenn man das nicht beachtet, habe ich am eigenen Leib erfahren, da ich natürlich schon gelegentlich Fotos von meinen Kindern gepostet habe, auch mit Gesicht, und die sind auch da, diese Bilder. Das habe ich dann aber die letzten Jahre nicht mehr getan, weil mir gezeigt wurde, unter anderem durch Nella Elami, was da für krasse Typen unterwegs sind. Das hat mich eingeschüchtert. Es hat mich auch eingeschüchtert, dass ich fett geworden bin. Es hat mich eingeschüchtert, dass ich hier eine Falte auf der Stirn bekomme und dass alle dort draußen, die Videos machen, so perfekt sind, so gut schneiden, so krass geilen Content haben. Ich habe mich echt so nur noch so klein gefühlt. Dazu kommt, dass ich sehr unglücklich in meiner Beziehung war, alles in mich reingestopft habe, mich da irgendwie immer mehr in mich zusammengekehrt habe und nicht mehr dieser lebhafte Mensch war, den ihr vielleicht alle kennt oder halt nicht kennt, aber wer mich aus der Vergangenheit kennt, was, oh Gott, mittlerweile, ich glaube, mein Kanal ist von 2006. Ich glaube, ich habe meinen ersten Blog in 2000 gehabt, so ein Blog noch. weiß, was ich für ein verrücktes Hühnchen bin. Beziehungsweise war, und ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Wenn man in meinem Umfeld fragen würde, würden die sagen, ich bin ein sehr aufgedrehter Mensch, aber für meine Verhältnisse bin ich ruhiger geworden. So, Punkt. Ja, und das trifft mich hart, dass ich so ruhiger geworden bin, denn eigentlich bin ich viel lebhafter und will gar nicht darüber nachdenken. Aber manche Informationen in den falschen Händen werden halt umgedreht und gegen einen verwendet. Das hat mich ein bisschen mundtot gemacht und auch ein bisschen mir so ein Ohnmachtsgefühl gegeben. Aber das will ich nicht mehr. Ich möchte die Kraft und die Power und alles zurückhaben. Ich nehme die Kontrolle wieder an mich. Ich poste, was ich möchte. Und ich möchte mir nicht darüber Gedanken machen, wenn ich euch über meine Drogenerfahrungen vor meinen Kindern erzähle, dass diese Information dazu führen könnte, dass mir die Kinder weggenommen werden oder so ein Quatsch. Klar, das ist ein Thema, das lässt man draußen oder zumindest redet darüber keiner, genauso wie keiner über eine Geburt redet oder über eine Fehlgeburt oder wie es ist, Single Mom zu sein. Hi, ich bin Single Mom. Wie krass hart es ist, woran man alles denken muss. Und darf ich euch Kimchi vorstellen? Das ist Kimchi. Süße, süße Kimchi. Ja, alles sieht immer so perfekt aus und davon habe ich mich oder davon lasse ich mich einschüchtern, wenn ich so durch meinen Instagram-Feed scrolle. Hier sitzt jetzt Katze auf dem Schoß, ich bin abgelenkt. Wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, dann
denke ich mir, wow, wie schafft ihr das alle? Ihr rafft euch auf zum Sport, bei euch zu Hause sieht es picobello aus, nirgendwo liegt ein Krümelstaub, eure Kinder sind so toll angezogen. I don't know, wie schafft ihr das alles? Und damit vergleicht man sich, oder ich habe mich damit verglichen. Und das macht so ein Gefühl von Kleinsein und das nicht perfekt meistern. Dabei meister ich das ziemlich gut. Aber man macht sich halt Sorgen. Es ist echt sehr schwer. Schwer, das alles zuzugeben. Und das alles mit sich rumzutragen, ganz allein für sich. Immer stark zu sein. Keine Schwäche zu zeigen. Dabei bin ich extrem stolz auf mich. Ich bin ein super netter und lieber Mensch. Und ich helfe, wo ich kann. Und ich kann sehr schwer Nein sagen, wenn irgendjemand was von mir möchte. Aber so richtig danken tut es einem halt auch keiner. Man wird halt ausgenutzt. Aber das ist mein persönliches Päckchen. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Und so viel mehr Dinge. Wir sind alle sensible Wesen, wollen Gutes und Liebe und da ist so viel Böses da draußen. Scheiß auf das Böse, wirklich. Katze klettert oben auf dem Schrank, falls ihr das Knistern hört. Ja, das sind so die kleinen Dinge, mit denen ich kämpfe und weswegen ich. Weswegen ich keine Videos mache und das will ich nicht mehr. Ich möchte Videos machen, ich möchte hier sein, ich möchte in diesem Getümmel von YouTube all die Content Creator kennenlernen und Kooperationen machen und will mir die Seele ausschütten, weil es verdammt gut tut, sich mit euch auszutauschen und zu wissen, dass ich mit der ganzen Scheiße nicht alleine bin. Immerhin hat das Internet so viele fucking Tipps und ich erinnere mich, als ich über meine Fehlgeburt gesprochen habe, dass viele so dankbar darüber waren, dass es ausgesprochen wird. Weil man fühlt sich mit diesen ganzen unangenehmen Themen allein. Man fühlt sich, als ob man die einzige Person auf der Welt wäre. Und man weiß, dass man nicht die einzige Person auf der Welt ist, die das und das erlebt und dort durchmacht. Und ich weiß auch, dass ich nicht die einzige Single Mom bin, die sich darüber Gedanken macht, wie sie alles unter einen Hut bekommt, dass die Kinder immer pünktlich bei allen Terminen sind, obwohl man vielleicht selber, like me, total der Chaot ist, aber man muss sich ja jetzt fucking organisieren. Man möchte nicht negativ auffallen, man möchte nur das Beste für die Kinder. Die Kinder sollen natürlich gute Noten haben und sich wohl in der Schule fühlen und nicht uncool für ihre Freunde sein oder nicht der Kloppy werden. Also im Sinne von der Hau drauf Typ, der auffällig ist, weil vielleicht der zweite Elternpart fehlt oder sowas. Man möchte, dass die Wohnung sauber ist, dass jederzeit, wenn es klingelt, man sagen kann, hey, komm herein. Oder dass man nicht die Tür aufmacht und der Postbote sich denkt, oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Oder hey, spontan, Ding Dong, wir kommen irgendwas an der Heizung montieren, weil wir jetzt messen, wie viel geheizt wird. Und man denkt sich, fuck, ich habe das voll verpeilt, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Hier sieht's aus. Ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ, der jeden Tag hier durchrennt und wischt. Ich bin froh, dass ich eine Alice habe. Also Alice ist mein Saugroboter und ich wohne ebenerdig, deswegen kann dieser Saugroboter hier durchgehen, wenn denn alles vom Boden hochgehoben ist, was ungefähr so nie der Fall ist. Ja, dann möchte man ja auch noch selber irgendwie vielleicht mal was für sich tun, Nägel machen, ein bisschen Beauty oder ach, sei es auch einfach nur die Wäsche zusammenlegen. Ja. Und so all diese Gefühle und all diese Probleme, mit denen schlägt man sich rum. Und ich persönlich für meinen Teil, ich meine, das können natürlich nicht so viele sagen, aber ich vermisse es, das alles mit euch zu teilen, weil es mir peinlich ist oder weil es mir nicht angenehm ist zu sagen, hey, wow, ich bin in einer schwierigen Situation in meinem Leben, so habe ich mir das nicht vorgestellt oder weil ich immer die Starke sein will und nie Schwäche zeigen möchte, weil es halt so ist,
weil ich nach außen hin schon immer diese Powerfrau war. Und tja. Aber es tut gut, es alles zu sagen. Und sicherlich gibt es da draußen genau die Menschen, die darauf rumtreten werden. Leute, die sagen werden, ich wusste, dass du irgendwann alleine enden wirst. Du bist eine schlechte Mutter. Ja. Und genau vor denen habe ich Angst gehabt. Aber, ah, fuck, Leute, wenn ihr wüsstet, wie gut ich das alles mache und wie toll meine Kinder sind, also die Hater, die Trolls, die Leute, die irgendwie böses Blut in der Welt verbreiten wollen und selber nichts Besseres zu tun haben und ihr Leben auch nicht auf die Reihe bekommen, denen es gut tut, andere Leute runterzumachen. Genau, ihr seid mir eigentlich scheißegal geworden, weil ich weiß, wie gut es mir tut, diese ganzen Sachen zu teilen und die Menschen zu finden, die jetzt ausatmen und sagen, oh, ich bin nicht allein damit oder ich habe den und den Tipp für dich oder ich nehme den und den Tipp von dir. Danke, das erleichtert mir das Leben. Weil das werden die Themen sein der Zukunft auf diesem Kanal unter anderem. Das Muttersein, das Organisieren, das sich fucking selbst in den Arsch zu treten, jeden fucking Tag, weil es sonst keiner für einen tut. Wie man das tut, was einen motiviert. Oder vielleicht motiviert es dich auch einfach, dass ich motiviert bin. Denn manchmal ist es so einer dieser Instagram-Posts, wo ich mir denke, so, jetzt habe ich einen Schub. Jetzt bin ich soweit. Der war's. Und ich möchte diese Person sein, die dich dazu bringt, wieder ein Fünkchen Kraft zu kriegen von wo auch immer diese Kraft herkommt, verdammte Scheiße, jeden Tag zu meistern. Wir können es nämlich schaffen. Das ist eine Entscheidung. Und manchmal brauchen wir aber jemanden, der uns ein bisschen mitzieht und diese Entscheidung leichter macht. Denn am Ende fühlen wir uns dadurch viel, viel, viel fucking besser. Ich weiß, so oft in der Vergangenheit habe ich mich gut gefühlt, weil ihr mir geschrieben habt, wie gut ich euch getan habe. Und das ist diese Spirale nach oben, in die ich wieder rein möchte. Ich möchte mich nicht runterziehen lassen von einem Wichser-Kommentar, sondern ich möchte die Spirale nach oben mit euch zusammen, für alle, die diese Spirale nach oben auch brauchen, um zu glänzen, zu scheinen, stark zu sein, Superwoman oder Superman zu sein. Und wenn es nur das Streicheln einer Katze ist, die dir ein bisschen Kraft gibt. Ich könnte sie auffressen. Auffressen. Das müssen wir ein bisschen näher begutachten. Bist du das? Ach. Also, hi, ich bin Amy. Ich habe Macken, ich habe Fehler und wahrscheinlich keine Talente. aber ich bin hier und ich bin da für dich. Und ich hoffe, du auch für mich.